Einen wunderschönen guten Tag euch damit recht herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von City Skylines. Ja, da sind wir mal wieder und wir gucken mal ein bisschen rum hier, ne? Weil ich jetzt hier gerade haben wir doch so das ein oder andere Problemchen, wenn wir mal so über die Stadt schauen. So ein, ja, kleines Industriearbeiterproblem. Selbst hier direkt haben wir Probleme. Das heißt eigentlich ganz schnell für uns, wir haben ja ganz viele Gebiete schon ausgewiesen. Allerdings will da keiner hin. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, weisen wir uns mal neue Gebiete aus und, wobei, können wir eigentlich gleich mal machen, setzen wir uns erstmal die Steuern runter, ne, weil ansonsten will da keiner hinziehen und das wäre ein bisschen blöde. Und wir wollen da gerne Leute hier haben, das heißt, wir, komm, müssen ein bisschen investieren in unsere Industrie und unsere Gewerbe geht sonst kaputt, vor allem unsere Gewerbe geht kaputt. Und das ist nichts gut. Ne? Habt ihr, wisst ihr auch, alles nichts gut. Und deswegen. Ah, die steigen jetzt sogar alle auf hier in der Stufe, weil sie jetzt glücklich sind. Das ist ja cool. Wir haben noch keine Nachfrage. Naja, gut. Ihr müsst auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt hier mittel- bis langfristig auf jeden Fall mehr Häuser hinbekommen. Ansonsten stirbt unsere Industrie. Also, ich habe mal testweise mal geguckt. Die haben teilweise tatsächlich auch 0 von x Arbeitern. Okay, das geht jetzt aber eigentlich. Beklagt euch mal nicht hier. Ja, gibt nämlich Leute, die sind noch schlimmer dran als ihr. So, der transportiert Fracht. Das ist Einöde. Das hier ist doch nicht Einöde. Ist doch egal. Der hat auf jeden Fall. Ach so, muss ich. Klar ist das die Einöde. Haha. Oh, ich muss gerade ehrlich überlegen, wie ich das hier alles aufgebaut habe. Wie habt ihr den ÖPNV? Habt ihr hier diese blöde U-Bahn? Aber die tut ja eigentlich ihren Dienst. Ne? Steigen immer nur Leute aus, wenn welche kommen, weil sie zur Arbeit wollen. Na, einsteigt ja keiner, aber das ist ja egal. Na, aber da kommen ja ganz gut Leute hin. Von dem her beschwere ich mich jetzt mal nicht. Also, ihr habt da die Anbindung. Ihr habt halt jetzt nicht so die Anbindung. Ihr habt allerdings auch eine U-Bahn hier. Ach gut, das ist auch nicht das Industriegebiet. aber die in dem Industriegebiet haben eine U-Bahn. Oh, da warten ein paar Menschen. Das ist, glaube ich, eher so wegen Umsteigen und weniger wegen was anderem. Warum warten die denn da? Auf was wartet denn der Rote? Ach, Abstandskontrolle. Die müsste ich mal ein bisschen runtersetzen. Die braune Linie hat anscheinend zu wenig Züge. Gucken wir uns da erstmal danach um und dann müssen wir mal weiter gucken. Hä? Achso, das ist Straßenbahn. Na gut, okay. Ist kein Wunder, dass das nicht klappt. Wir müssen auch gucken bei U-Bahn. U-Bahn Linie 3. U-Bahn Linie 3 hat ein bisschen zu wenig. Oh ja, der ist ja gerade voll geworden. Dann bekommt er gerade noch eine U-Bahn. Und dann ist das okay. Nur dann ist das okay. Was auch immer die alle umsteigen wollen. Mich würde mal ganz kurz interessieren, wo die alle wieder raus wollen. Achso, ich habe jetzt mir das Fenster nicht eingeblendet. Ah, blöd. So, jetzt sind hier... Ah, hier sind ganz viele ausgestiegen. Okay, heißt, die wollen irgendwie hier hin. Gut, das ist dann in Ordnung. Mehr Leutis kommen ja auch langsam ran. Heißt, irgendwann muss dann dieses blöde Arbeiterproblem auch mal weg sein. Vielleicht wollen die aber tatsächlich alle gar nicht in so gering besiedelten, schönen, kleinen Hütchen leben, sondern vielleicht wollen die tatsächlich so voll den urbanen Lifestyle fahren und irgendwie hier wohnen, aber... Ja, sorry, ihr Models, ist leider gerade nicht so, ne? Und da ist überall noch ein bisschen Platz. Bisschen... Nee, eigentlich nicht. Ah, das kriegen wir schon. Aber das hier ist cool. Das gefällt mir mit den Bäumen. Ich und mein Holz. Auch wenn ihr ein bisschen wenig Arbeiter habt, ihr Arm. Ach, jetzt gehen die sogar kaputt. Ah, nee, die pflanzen nur neue Bäume. Oh, ihr Arm. Ja, wir haben halt tatsächlich vielleicht ein bisschen viel anderes Gebiet und tatsächlich ein bisschen wenig Wohnung, wenn man das sich mal so anschaut. Hier ist gerade sehr viel Arbeit und sehr viel, so wenig Wohnen. Heißt, die pendeln wahrscheinlich alle dahin, was halt ein bisschen doof ist. Jetzt könnt ihr da auch wohnen oder so. Hier. Dann wohnt doch mal hier. Vielleicht seid ihr dann zufrieden. Dann seid ihr direkt bei der Arbeit. Da braucht ihr gar nicht woanders hinfahren. Da könnt ihr direkt hier arbeiten. So. Hier werden ein paar Arbeitsplätze vernichtet. Hoho. Schön alle wohnen bei der Industrie, ne? Wisst ihr Bescheid? Habt ihr alle gelernt bei Josh? Immer alle schön da wohnen, wo ich das gerne hätte. Was will ja keiner hier wohnen? Also irgendwie sind wir nicht allzu attraktiv für unsere Wohnungsleute. Aber was ich mal installiert habe, ich kann mal ganz kurz zeigen.
Das da, ne? Da kann man Bäume gescheiter da anpflanzen. Ich suche mal aus, der da steht. Das ist nicht der. Auch nicht der. Der ist es auch nicht. Du bist, glaube ich, der da. Ja, der große da, ne? Machen wir mal Size, machen wir mal so. Frenf auf 1 und dann machen wir hier mal ein paar Bäumchen, ne? Also da noch nicht, aber hier vielleicht. Also da, wo auch keine hinkommen werden. Gerade im Bereich der Fußwege finde ich das ganz cool. Und da brauchen wir Stromnetze, wo? Überhaupt mal Strom ist, glaube ich, gerade ein Problem, ne? Ich habe ja noch keine unterbrochenen Strom. Ach so, das. Ja, das ist klar. Ja, das Problem ist bekannt. Da kümmern wir uns dann nächstes Jahr drum. Wenn da welche hinfahren. Klar, da steckt doch keine ein und aus. Das ist mir aber auch ehrlich gesagt vollkommen Wurst. Ach so, die Feuerwache vielleicht nicht unbedingt. Das ist schwierig, ne? Kommen wir da drunter durch? Nee, im Leben nicht. Warte mal. Naja, so hässlich, wie es jetzt ist. Sehr hässlich. Aber es ist egal, komm. Er tut seinen Dienst. Als ob da der Strom runterkommt. Ach doch, Tatsache. Naja, gut, dann seid ihr zufrieden. Habt mir so eine voll die coole Einfahrt. Na, aber ich wollte noch ein paar andere Sachen machen. Also nicht nur ein bisschen rumbaumen hier, dass das auch eine ganz coole Idee ist. Das können wir machen, wenn wir ein bisschen Langeweile haben. Ob da kein Baum? Können wir da gar keine Bäume setzen? Achso, da ist so viel anderes. Ja, okay, gut. Dann müssten wir selber rumbauen vielleicht. Da müssen wir mal gucken, ne? Also damit können wir vielleicht immer mal was machen. Das ist halt der coole Fußweg. Und ansonsten ist das hier halt echt hässlich. Aber es ist egal. Wir brauchen Arbeiter. So langsam wird's ja. Aber ich muss jetzt echt noch mal ein bisschen ausbauen, hier, bevor es dunkel wird. Schmackt das nämlich nur, wenn da dunkel ist, wenn wir da arbeiten. Wenn wir da arbeiten im Dunkeln. Nee, Josh, das geht gar nicht. So. Heißt, dann können die von hier aus dann... Haben wir echt aber ein Bahn oder ist das mal Doppeltbahn? Das ist Doppeltbahn. Aber das klappt super mit dem... Das klappt super mit der Einbahnstraße. Ja, klappt super. So, machen wir die Einfahrt vielleicht aber hier, dass wir dann diese viele Kreuzungen aufeinander haben. Mag das Spiel wahrscheinlich trotzdem nicht, ne? So. Und ich würde eigentlich ganz gerne sagen, dass wir... So. Ich würde gerne sagen, dass wir ein bisschen weniger von den Großen bauen, aber die brauchen wir gerade einfach irgendwie, damit wir Leute da rankriegen. Uns arbeitet da ja keiner, ne? Ist ja ein bisschen blöd dann. So, da können wir hier aber nochmal ein Park hinpflanzen, der ist uns ein bisschen, ja... Komm, platzen wir so ein fettes Teil, denn jetzt haben wir ja Platz. Ne, nicht großes Spiel, weil sie sind teuer, so was da. Ist günstig und macht die Leute glücklich. Wie schon Teil von nebenan. Oh, Josh, der war es auch nicht nötig, ich weiß. So. So, eigentlich direkt zur U-Bahn, gell? Haha, ja, der intelligente Mensch leitet das direkt zur U-Bahn. Ja, macht natürlich nicht. So, haha, das können wir ja so da dran leiten. Und dann direkt hier, dass es nicht so viel kaputt macht. Nur diese eine, haha. Nur dieses eine Viech und, da die hier nicht rüberlaufen, ich Profi. Die laufen da ja nicht rüber. Hehe. Dann sammelt ihr euch am besten alle in diesem Park und dann geht ihr so über meine coole Überführung. So, alle sammeln wir die Penner im Park und dann über meine coole Überführung und dann seid ihr glücklich. Das ist diese komische Form wieder, gell? So, ist es jetzt hier in der U-Bahn? Ja, mehr oder weniger. Kommt einfach nur ein Fußweg drum und dann ist gut. So, jetzt muss das irgendwie funktionieren. Können wir sowas hier eigentlich auch nochmal machen? Oh, wir machen Minus. Ich könnte die Gewerbegebiete mehr besteuern. Die haben gerade voll die Nachfrage. Ich meine, die tun mir zwar leid, weil sie gerade keine Arbeiter haben, aber das ist mir egal. Die Büros könnte ich besteuern. Die sind jetzt gerade komplett Wurst. Ich wollte aber ÖPNV gucken, ne? Und ich habe noch ein paar andere ganz... Hoffentlich eigentlich ganz coole... Wer hat das hier hingebaut? Ist voll dumm.
Direkt an den Eingang. Oh, Josh, ey. Wirklich. Das musst du hier in die Mitte bauen, da wo die Party abgeht. Oh, Josh, du bist echt blöd. Ja, ich weiß. Vor allem der Vergangenheits-Josh. Also der ist ja ein Depp. Ja, ne? Also da laufen die ja. Das ist okay. Würde die gerne hier aber aus dem Zentrum raus irgendwie auch dahin befördern. Das heißt, machen mal auf jeden Fall sowas dahin. Dann könnt ihr gerne alle bei diesem komischen Park laufen. So. Und von hierher kommt jetzt da so eine... Ja, von mir ist eine Unterführung. Ich mache gerne Überführung, aber ist ja gerade nicht, ne? So, da reicht aber auch so eine Halbtiefe. Und halt hier directly to the U-Bahn. Die kommt sogar schön drunter durch. So, am besten halt daneben, gell? Gefälle zu steil, Gefälle zu steil. So geht das. Ah, da Mist, habe ich jetzt falsch gemacht. So. Abreißmodus, Tunnel. So, haha. Ich habe es verstanden, Leute. Ich bin nicht ganz blöd, zum Glück. Oder wir machen das... so. Hier, damit ihr alle schön mit der U-Bahn da fahrt. Oder am besten arbeitet ihr direkt hier. Es ist mir noch fast lieber. Ja, jetzt ist halt noch die Frage... Haben wir denn... Also das ist ja die rote Linie, gell? Und die fährt ja auch tatsächlich ins Industriegebiet. Jo. Das macht sie. Heißt, eigentlich ist in Ordnung. Gut, die fährt jetzt halt durch diese eine Station da ab und braucht auch immer ein bisschen, bis sie da ist. Heißt, die gegenläufige wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Die dann halt einfach, keine Ahnung, den kurzen Weg da nimmt. Ich weiß auch nicht. Also fahren es eigentlich recht wenige damit, gell? Ja, Güterzüge haben wir voll viel. Oh ja, gut, das ist, klappt halt. Heißt, die Leute haben uns noch nicht wirklich daran gewöhnt. Oder wir haben einfach generell noch zu wenige People. Ich würde gerne schöne Wohngebiete schaffen, weil ich alle immer hier ranziehen, ey. Aber ihr wollt alle nicht daherziehen. Gnarf. Also damit macht man voll die Einnahmen, gell? Stufe 4. Ja, das heißt, wir müssten die halt komplett glücklich machen, aber... Pff, lass mal lieber. So, das klappt auch noch ganz gut. Irgendwann wahrscheinlich nicht mehr, aber hey. Also wir haben jetzt ein paar U-Bahn-Stationen, gell? Die haben es zu da oben. Das heißt, ihr könnt mal gefälligst ein bisschen was hier hinbauen. Oh, wir haben Gewerbenachfrage. Ach, ja, komm. Wenn eh keiner arbeitet, aber hey. Wenn ihr Einkaufszentren braucht, dann baut ihr euch die doch mal dahin. Tja, ganz viel davon. Wir brauchen noch ganz viele Wohnhäuserchen. So, können wir da später was anderes machen. Was ich mir allerdings auch noch gedacht habe, ist ja hier, gibt es ja noch so coole Teile, ne? So Tourismuszeug, ne? So Wahrzeichen und so Ding, orientalischer Perlenturm. Können wir irgendwo hinstellen, wo halt cool aussieht, gell? Also der macht die halt irgendwie glücklich. Inwiefern glücklich? So parkglücklich oder so touristenglücklich? Keine Ahnung. Dass wir sowas halt irgendwo hinbauen, wo es halt irgendwie Stil hat. Und ja, ne, also ich kann mal ganz kurz gucken. Jetzt bei Nacht ist das vielleicht auch ganz schick anzusehen, dass man vielleicht irgendwo mal das ausmacht. Für mich ist entweder direkt hier oder halt eben da in der Mitte. In der Mitte fände ich eigentlich auch ganz cool. Da müssen wir halt schauen, dass wir da ein bisschen Gewerbe haben. Oder halt für mich ist direkt hier in diesem Gewerbegebiet, dass es denen halt nicht ganz so kacke geht, wie es denen ja bisher immer geht. Ich kann das mal zumalen hier. Die entmalen das immer wieder. Ich weise das zu und die so, nö. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz cool, weil hier haben wir recht hohe Gebäude. Gut, da haben wir jetzt ja keine Hotels oder so ein Sheet, aber da haben wir eine U-Bahn-Station, ne? Von dem her, das reicht. Heißt, da kommt das jetzt einfach hin. Ne? Dieser coole Turm, der kostet 1400 die Stunde. Also die Woche. Hochmoderne Büroturm. Ah, okay. Jeder Stolz der Stadt. Ich würde sagen,
Ist ein bisschen größer, als ich erwartet habe. Es macht halt die Gewerbegebiete glücklich, vermute ich mal. Es ist halt ein anderer Park. Er soll ja nicht weichen für sowas. Das ist ja schon schick hier, gell? Ja, da haben wir, das ist unser Zentrum da. Da könnte das hin. Haben wir da denn eine Anbindung? Joa, more or less. Er lässt denn more. Aber das ist ein Bus. Was ist denn hier eigentlich? Wohnen. Ach nee, das ist nicht schön hier. Hierhin oder so. Wobei das. Dieser Dings da. Wäre hier noch eine Option. Ja, wo halt Hochhäuser stehen. Da wäre halt cool. Wir sind auch da irgendwie. Was ist das hier übrigens? Ach, das ist wieder so ein Wahrzeichen. Ach, keine Ahnung. Ich bin mir jetzt echt unschlüssig, wo wir das Ding da hinstellen. Für mich ist auch da hinten. Da ist auch eh schon so viel. Da sind auch viele tot. Es ist das hier, ne? So. Ist auch aber genug hier. Ich brauche noch einen Friedhof wahrscheinlich. Ich nehme auch wieder Platz weg. Yay. Platz, den wir nicht haben. Weil wir so eng gebaut haben. Profis. So, das Kartenende. Da kommt doch da hier irgendwo hin, ne? Ist mir doch egal. So. Ich bin jetzt echt immer überlegen. Ich würde das da gerne irgendwo hinbauen. Wir können das ja durch den, also den Park dadurch ersetzen, oder? Ja, weil so schön ist der ja nicht. Da haben wir auch gleich hier das da und so. Wird das vielleicht ein bisschen mehr genutzt. Weil da laufen da ganz viele Leute rum. Ich glaube, das könnten wir da hinbauen. So. Da. Vielleicht nichts abreißen. Da war gerade grün. Schick. Ich würde sagen, es sieht sehr schick aus. Das ist etwas Hashtag Einzigartiges. Oh, an unsere Hashtag Stadt. Ja, seid ihr jetzt zufrieden oder seid ihr böse? So parktechnisch bringt das denn nichts, gell? Seid immer nicht so unglücklich, ey. Penner. Ist voll viel Park hier. Wie viel Geld ich daraus hier so, ne, für euch. Undankbare Görn, ey. So. Kostet halt mega viel. Wenn ich jetzt weniger Budget reinschaufle, dann kommen da wahrscheinlich weniger Leute hin. Was mir jetzt ja prinzipiell 810. Warum? 1400. Bist du kein einzigartiges Gebäude, doch? Ah, okay, das wird immer mehr mit der Zeit. Gut. Wenn ich es runterschaufel, kommen da zwar weniger Leute hin, aber das ist mir irgendwann mal jetzt egal. Primär erstmal, später jetzt nicht. Aber aktuell schon. So. Besucht das jemand? Oh, kein Schwein. Ich muss das später mal geschickter platzieren. Ich habe auch Lust, da später mal. Das besucht echt kein Mensch, gell? Später mal wieder so ein Touristengebiet zu bauen. Da ist echt viel los, gell? Aber die laufen ganz gerne hier. Sollen wir machen. Was unser Arbeiterproblem immer noch nicht löst. Ich fälle keine Bäume. Ich mach mir den Baum wieder, wie er mir gefällt. Ich muss da noch die Kreuzung ausmachen. So, Kreuzung aus und diese Kreuzung auch aus. Dann könnten wir natürlich gucken, dass wir das da irgendwann mal in Betrieb nehmen. Aber da ist halt kein Strom. Ihr wollt doch alle Gewerbe haben. Da arbeitet doch wieder keiner. Wisst ihr was? Ich nutze den Mist hier jetzt mal, um das mal hier vorzuziehen da. Vielleicht will da auch eh mal jemand wohnen. 10 Jahren mal. Ich kann auf jeden Fall so ein einzigartiges Teil da hinstellen. Aber das ist auch egal. Tempelkomplex. Verkehrspark. Das ist aber cool. Das gefällt mir ehrlich gesagt. Das macht nur laut, aber macht keinen glücklich. Ja, dann ist das blöd. Ich würde das ganz gerne was davon bauen, weil das eigentlich voll cool ist irgendwie. Da sowas hier ist doch günstig jetzt hier. Willst du kein Kernfusionskraftwerk bauen, aber sowas können wir da auch mal hin. Ne? Dass ihr nämlich alle so unglücklich seid. Ihr Trübsalblasen, das Pack, ey. Quelle von Leben und Tod. Das ist auch cool. Hab sowas auch privat. Zu Hause in der Wohnung. Kann man das auch verbinden? Ja, klar. Machen wir hier noch so ein cooles Parkding hin. Das, oh, das gefällt mir jetzt. Ich habe die Folge ist wieder zu lang. Ja, klar. Ja, spielen auch nicht, ne? Ich krieg das auch nie pünktlich abmoderiert.
kommen jetzt allerdings so ein paar... Irgendwie funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Hab mir das irgendwie anders vorgestellt. Hm. Muss ich doch einzeln setzen. Da kann ich ein paar... Uiuiui. Da kann man schon ein bisschen dichteres... Gewusch hier machen, gell? So hätte ich das gerne, dass das Ding auch irgendwie kann. Ich habe gedacht, das könnte man hier mit der Strength einstellen. Aber, hm. Mal so einen buschigen Stadtpark hier hin, ne? Ist doch cool. Wie wird hier wohnen wollen und arbeiten? Will ja kein Mensch hin. Da will auch noch keiner hin. Na, gleich habt ihr Strom. Das ist ein bisschen mein Ziel. Also ich könnte auch... Wie viel Steuern haben die denn jetzt eigentlich alle? Ja, die haben doch schon voll viel. Immer noch hierher. Ach, keine Ahnung. Mit der Zeit legt sich das wahrscheinlich wieder ein bisschen. Also hier wird es halt voll die Wohninsel, die keinen Müllabtransport haben und... Ach, ihr habt doch, das ist sehr, sehr nicht weit hier. Beschwert euch mal nicht. Müsst ihr nur infrastrukturtechnisch ein bisschen... Oio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